Ich hatte natürlich sehr viel Pech. Ich bin ja quasi angeschlagen nach Wattenscheid gekommen. Dann haben wir das gut hinbekommen mit meinem Sprunggelenk. Und dann habe ich auch mein erstes Spiel gemacht und leider dann auch mir direkt ein Muskelfaserriss geholt. Und dann war ja mit dem Trainer und mit dem Philipp so abgesprochen gewesen, dass wir das Ganze noch langsamer angehen lassen, dass ich halt mich noch besser vorbereite. Ja, und dann hatte ich ein paar gute Wochen im Training. Dann wollte der Coach, das war das Spiel gegen Gütersloh, wollte er mich ja wieder mitnehmen. Ja, und dann habe ich mich beim Abschlusstraining nochmal verletzt. So neu war ja die Mannschaft für mich persönlich ja nicht. Ich kannte natürlich ein paar Jungs, zum Beispiel Hofmann, Tim kannte ich, also Kaminski kannte ich. Und ja, ich fand, wir haben uns halt ziemlich schnell gut verstanden, dafür, dass wir halt so neu waren. Natürlich am Anfang ist das so ein bisschen anders, aber mittlerweile ist das schon auf jeden Fall sehr gut. Ich vermisse den Tolu am meisten. Wir sitzen ja auf einer Bank und machen, beziehungsweise wir streiten uns immer, wer den DJ macht. Was mir jetzt so schnell einfällt, ist das gegen Preußen Münster. Das ist ja mein alter Verein. Da waren wir auch in Unterzahl, wo Argon das Tor gemacht hat und natürlich dann die ganze Bank ausgerastet ist. So das Spiel, würde ich mal sagen. Was mir halt jetzt auch wieder als S in meinen Gedanken kommt, war im Trainingslager, wo wir das Lied für Nadine und Sladi da gesungen haben. Ja, das war das auf jeden Fall. Für mich persönlich natürlich sehr, weil ich ja jetzt momentan fit bin. Das heißt fit, beziehungsweise eher nicht mehr verletzt. Und quasi alles bei Null dann für mich anfängt und ich nochmal angreifen kann. Also wir machen wirklich halt gar nichts. Natürlich, ich war mal, wo ich ganz neu in Deutschland war, ich bin ja gar nicht so lange hier, erst 10 Jahre, habe ich mal bei ein paar Freunden so Weihnachten mitgemacht. War natürlich ganz schön, aber so mit meiner Familie, da machen wir nichts. Ich wünsche auf jeden Fall unsere Fans frohes Weihnachten und hoffentlich kommt ihr gesund in das neue Jahr.